Nope. Oh, Paul ist im Urlaub, meine Damen und Herren. Das heißt, wir können hier ganz entspannt rein in den Lachs. So, was hat Janski denn für uns vorbereitet? BMW völlig zerbeult und ein GT4. Oh oh. Moin, moin, Leute. Willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge, Barbix erkundet Spa. Blätten fährt wieder Porsche. Ah. Und nun. Habe ich letztens auch von Blätten, sorry Janski, habe ich letztens auch so einen dicken Post gesehen bei, nee, war das ein Post? Nee, das war der Titel. Neues Season, wir gehen rein mit dem Porsche. Das ist doch bei Blätten mittlerweile schon so ein Meme, oder? Den Porsche hat er doch bestimmt schon wieder abgelegt, oder? Ich würde fast mein linkes Ei drauf verwenden, dass der Porsche schon wieder abgelegt wurde von Blätten. Boah, versucht die Boxenanfahrt zu treffen. Das war knapp. Stark. Oh mein Gott, die halten da noch mehr rein. Alter, was war das denn? Ja, Mann! Eieiei, was war das denn? Left side. Clear left. Car left. Rewind. You're in the middle. Clear left. Clear right. Ach, Mann, Herr Leute, was macht ihr denn bitte? Boah. Mit wie viel Mann wollen Sie durch so eine enge Kurve durch? Alle. Einfach alle. Bitte. Ich möchte alle und jeden hier in dieser Kurve jetzt sehen. Ja. Das ist wieder so ein typischer... Wisst ihr, das hier ist wieder so ein Moment. Warte kurz. Das ist hier wieder so ein typischer Moment. Lass mich mal... Ach so, nicht vergessen, damit Leute auch wieder Ironie und Sarkasmus verstehen. Die Clownsnase. Weil manche Menschen haben damit scheinbar immer Schwierigkeiten. Deswegen machen wir ihnen das einfacher. Folgendermaßen hat sich dieses Beispiel jetzt abgespielt. Wir sind in Runde 0. Das heißt, wir starten ja jetzt gerade, nicht? Und der Gedankengang aller dieser Fahrer ist, naja, ich bin ja eigentlich super fantastisch weggekommen. Ich gehe da jetzt einfach rein, weil ich bin ja hier der Schnellere in dem Moment und ich sichere mir meine Plätze. Auch schon in der ersten Kurve auf Imola. Oh, fantastische Idee. Lass uns einfach mit Windschatten später bremsen und auch noch enger in die Kurve gehen und über die dicksten Curbs fahren, die einfach so groß sind wie der Mount Everest und die Suspension funktioniert ja bei ACC mit fantastischen Schwitzer-Setups sehr gut. Das ist eine fantastische Idee. Da gehe ich jetzt rein. Tod und fucking Verderben. Boah. Rechts kann man schon sehen bei der Anbremsung. Naja. Nee, wir bremsen doch noch nicht. Wir lassen kommen. Gregor übrigens. Denkt sich auch so, das mache ich jetzt. Wo kommt der denn her? Da ist ja noch einer davor, Alter. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Das macht Gregor sein Verhalten eigentlich noch viel interessanter. Gregor hat ja fast noch später gebremst als der rechts außen auf der nicht so optimalen Linie. Und was kommt da jetzt bei raus? Ja, gute Idee, Gregor. Mount Everest wird's regeln. BMW scheint mir wie ein Range Rover zu funktionieren. Nee, scheinbar doch nicht. Bagger, das ist so geil, wenn die Instinkte eines Rennfahrers... Oh, das war ein bisschen weit. Wenn die Instinkte eines Rennfahrers reinkicken und das Adrenalin so richtig in den Körper schießt und hier in dem Fall auch noch das Testosteron die Eier aufpumpt, macht man schon sehr interessante Sachen. Wenn man sich das im Nachgang dann anschaut, denkt man sich immer so, Mann, bin ich, nee, ich bin nicht so gesegnet mit so guten Entscheidungen. Und alle einfach rein. Ja, sehr gut. Es ist übrigens Runde 1, wohl bemerkt. Das war der Start. Switchback. Der macht zu, oder? Oh? Switchback. Oh! Das war eng, aber gut. Oh mein Gott! Junge! Alter, Mann, das ist ein geiles Überholmanöver. Das war tatsächlich gut. Blätten fährt noch Porsche? Moment, war das die erste Woche oder die zweite? Ich brauche ganz kurz Input. Hat Blätten es länger geschafft, als eine Woche Porsche zu fahren?
sehr, sehr guter Start, Freunde. Oh. Nein, 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 nein. Oh. Ich möchte es hier so nicht aussprechen, ne? Aber Karma ist wirklich manchmal eine Bitch. Die holt sich alles zurück. Die holt sich alles zurück, wenn man nicht Entschuldigung sagt für den Scheiß, den man fabriziert auf der Strecke. Und das wirklich aufrichtig meint, kommt Karma und holt sich das zurück. Und er fängt an mit dem Porsche. Ja! Ja, war ein guter Start. Dennis. Ich entschuldige mich immer. Entschuldigung, Aston Martin, das tut mir wirklich wahnsinnig leid, dass ich dich jetzt weggeschoben habe. Sehr, sehr guter Start, Freunde. Ich hab's auch, habt ihr das auch gerade ganz deutlich gehört, dass Blatten sich entschuldigt hat? Ich musste wirklich zwischen den Zeilen lesen, also ich habe den Akzent auch überhaupt gar nicht verstanden, den Blatten da gesprochen hat. Das habe ich tatsächlich nicht verstanden, nee. Aber gut, dass wir nochmal genau hingehört haben. Oh. Nein, 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 oh. Und er fängt an mit dem Porsche. Ja! Mahlzeit zusammen. Oh no. Ja, war ein guter Start. Dennis kann man sowieso abknallen, der reportet nicht, also ist schon mal ein Free-Kill. Ach Mann, ich hab's verkackt, ich bin so dumm. Oh, Dennis, es tut mir leid. Huch. Ein Huch, ein Huch. Was war das auf Topspeed? Mit Ankündigung. Mit Ankündigung. Ich habe übrigens im letzten Jansky-Video noch nicht die Kommentare bearbeitet. Also ich bin noch etwas hinterher bei YouTube aktuell. Also nicht, dass ihr euch wundert. Manchmal dauert das 2, 3, 4 Tage, bis ich auf die Kommentare eingehe. Aber unter dem letzten Video wurde Krodonas etwas angegangen. Und ich habe darunter was sehr Schönes gelesen. Der eigentliche Post gegenüber Krodonas, den fand ich jetzt nicht so schön, weil er sehr abfällig ist. Und Menschen aufgrund von diesen Bildmaterial, was Sie hier sehen, was Zusammenschnitte sind aus vielen Tausenden beziehungsweise Hunderten Rennen jeder Woche, gab es trotzdem eine sehr schöne Titulierung für Krodonas. Und die hat mir sehr gut gefallen. Und zwar hat er den folgenden Namen gekriegt. Unterhemd Rambo. Die habe ich sehr gefühlt. Krodonas für mich, und das meine ich nicht in irgendwelchen abfälligen mit irgendwelchen abfälligen Gefühlen, für mich bist du ab diesem Zeitpunkt der Unterhemd Rambo. Ohne böses Blut. Krodonas, der Unterhemd, Rambo. Ernst? Erst reinhalten, dann doch nicht, dann wieder reinhalten? Weiß ich jetzt ja nicht, ob das so smart war von ihm. Jetzt Konzentration. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Wo ist denn was passiert? Huch. Ein Huch, ein Huch. Was hat er so auf Topspeed? Dein Ernst? Erst reinhalten, dann doch nicht, dann wieder reinhalten. Weiß ich jetzt ja nicht, ob das so smart war von ihm. Jetzt Konzentration, Ruhe im Saal. Könnt ihr den Schweiß auf Blenden seiner Stirn sehen? Das verheißt nichts Gutes. Wir sind so schnell. Ja, Mensch, Blenden! Ob du es so glaubst oder nicht, aber es war rot! Und rot ist nicht gut. Grün ist gut, rot nicht. Oh, der Gesichtsausdruck gefällt mir gut. Es war nicht zu schnell. Sie sind zu schnell. Nee, bei Blätten? Nee, das war nicht zu schnell. Absolut gar nicht. Nein. Nee, das blinkt da oben. Nee, das blinkt da auch gar nicht. Nee, da blinkt nicht, es war zu schnell oder so. Aber du hast auch eigentlich, sehe ich gerade, für die falsche Startposition was gekriegt. Oh oh. Warte mal, du bist Sechster und bist auf P4? Oh, nein! Ich möchte mich dafür entschuldigen, Blätten, dass ich dich durch den Kakao gezogen habe. Ich habe wirklich gedacht, weil es zu schnell war, ist es zu schnell. Aber hier hat wohl einer... Moment, hier ist ja alles durcheinander. Wartet kurz. In der Startaufstellung ist alles durcheinander. Blätten ist 6 und ist vor der 5. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich möchte mich aufrichtig für diese kleine Eskapade entschuldigen. Verzeihung?
Es war nicht zu schnell, Blätten war einfach nur auf der falschen Position. Mir ist ein kleines Malheur passiert. Ey, Alvin! Der hat jetzt nicht so ein Müllgame. Ist das krank? Oh, Blätten das gerade so gesagt hat, ne? Warten wir nicht eigentlich immer noch auf deine iRacing-Karriere? Ich meine, ich vergesse das nicht. Das wurde groß angekündigt auf Olden Park. Groß angekündigt. So früh. Ah nein, jetzt ist der. Ach, jetzt ist der. Ach nö, come on. Jetzt ist der scheiß Dings da reingegangen. Ach Mann, Herr. Das. War das denn ein bisschen früh gebremst, Alter? Ich hab gedacht, wo ist die scheiß Linie? Warst du schon mal auf einer echten Rennstrecke? Nee. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ganz geht, bester Mann. Du bist der Beste, ich bin ein Kind von dir. Ich finde Real Life Racing absolut langweilig. Nein! Ich Idiot! Nein! 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 Nein, 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 ich hab nicht aufgepasst. Tja, meine Damen und Herren, soll ich nochmal das Prinzip von Karma erklären? Das hier ist das beste Beispiel. Sich so zu äußern über Real-Life-Racing, da gab's gleich mal die Schelle hinterher. Batz! Bam. Ach komm, ey. Mit 0,5 nee. Liter? Ich bin so ein Idiot. Nur weil ich gelabert hab. Ah, das Ding ist over, Alter. 0,2 Liter? Aber maybe können wir es noch schaffen. Komm, wir können es schaffen. Komm, roll mich in meine Dings rein, bitte. Ja, das schaffen wir, das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Los. Ja. Okay, okay. Letzte Hälfte war todeslangweilig. Oh, ja, Blip, Alter. Komischerweise, jedes Mal bei Content Creatorn, wenn sie sowas sagen, passiert sowas. Ist mir auch schon passiert. Guck mir! Damit konnte ich nicht rechnen. Was ist das passiert? Ja, ich mache auch noch den Motor aus. Gern! Oh, nee, 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 nee. Oh, sorry. Ja, egal. Oh, mega Fail her. Oh, übelster Mega Fail. Shit. Der war. Upsi. Oh! Okay. Wenn man wieder da aufsetzt. Yo, ich hab mich weggespinnt. Oh! Yo! Yo! Ich hab Foch entsorgt. Snowball. Nice save. Oh, ja, ja. Oh, nein, 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 nein. Ich lebe noch, ich lebe noch. Komm, 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 komm. Hä, Mavix? Ja, 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 ich bin auch tot. Mavix! Ja, 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 hallo. Junge, das Auto hat mir komplett das Genick gebrochen. Komplett. Du hast dich jetzt nicht auch weggespinnt, oder? Ich hab, also, nee, 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 nee. Hast du deinen Verkehr nur. Jo! Oh. Jo! Jo, 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 der wird weggespinnt. Jo! Ja. Nope. Und er wird weggespinnt. Ja! Ja, er fällt in die Box! Herr Tickermaster, war der komplett Brain Alpha! Das ist ja richtig geil, Alter. Schön, erstmal weggeblockt worden, schön. Okay, das habe ich wirklich gefühlt. Mein Auto ist Fritte! Oh nein. Oh, oh, oh! Ja, 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 ja. Die ist jeder Guy, always, die ist jeder Guy. Pass auf, ich kann ein bisschen langsam sein, weil mein Auto ist Fritte. Ja, 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 das ist nicht schlimm, ich halte einfach rein. Oh, er hat noch aufgemacht. Auch mal Dirty Dive zünden hier. Yo, Dirty! Jetzt kommt die nächste Dive. Ja, jetzt kommt. Ja, guck mal, guck mal, hat er gehört. Ja, oh, Rainer. Warte, ich komme auch. Aber warte, Aston sagt sich, ist kein Problem. Digga, der Aston fliegt so an mir vorbei jetzt. So, Noah, ich wünsche dir viel Spaß. Oh, Noah, ich bin auch da. Oh, Junge, guck dir den Topspeed an hier. Wenn Noahs Auto ist, dann kommt er.
kaputt. Hat Angst gekriegt, ne? Hat Angst gekriegt. Er dachte, ich revanchiere mich, aber ich bin nicht so ein Dirty Driver. Ich bin nicht so ein Dirty Driver. Yo! Yo, Digga! Around the outside, Junge! Links, und schön geblockt. Das könnten Andreas und ich sein. Nur wenn Andreas mir richtig auf den Sack geht, Alter, dann entsorge ich den auch einfach mal. Siehe letztes Ligarennen, da habe ich den richtig entsorgt. Da war sein Rennen auch vorbei, Motor geplatzt. Yes! Das geht runter wie Öl. Das hat mir auch gefallen. Yo! Jetzt zieh doch nicht zu, Junge! Ich bin nicht so ein Dirty Driver. Ich hab doch die Dive so früh angekündigt. Was? Mit einem Megafon? Moment, können wir das nochmal? Zeig, Junge! Nach links, Junge! Yes! Das geht runter wie Öl. Ich hab die sehr früh angekündigt, Alter. Ja, also so jetzt als dritte Person von außen, also war jetzt ehrlich gesagt nicht so früh. Yo! Jetzt zieh doch nicht zu, Junge! Ich bin nicht so ein Dirty Driver. Ich hab doch die Dive so früh angekündigt. Ja, klar. Da sind wir doch. Das war Wireless Gedanken über... Hallo, BMW, du da vor mir. Ich möchte dir mitteilen, dass ich noch in deinem Windschatten bin und dich gleich diven werde. Wenn du mich gehört hast, bitte fahr einfach geradeaus auf der Bremse. Ich bin gleich da. Oh, Mann. No. Oh, er ist tot! Komplette Entsorgung. Okay, fährst du an dem Plan, warte. Ich glaube, ich habe SG. Ja, Marco, wenn es SG gibt, dann ist es echt. Also dann habe ich den Watkins Club offiziell. Das war wirklich knapp. Ich glaube, das geht noch. Was geht nicht? Immer Watkins Glen, Chat. Immer Watkins Glen. So, jetzt snack ich den Mustang hier vor. Ich glaube nicht. No. Nein. 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 Och nee. Och. Ich mache einen Fehler in der letzten Kurve. Junge, so dumm, Alter. Wie kann man so ein Hohlkopf sein? Das passiert mal. Ehre. Die Blue Flag, Alter. Wo soll er hin? Soll er sich wegteleportieren oder was? Das ist so geil, Mann. Beim Fahren, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Beim Fahren bist du so im Tunnel, dass du das gar nicht mitkriegst. Ich meine, am Ende hast du dich quasi selber gerade abgeschossen. Du ziehst halt komplett die Hütte zu, wo soll er hin? Ja, eben, ich sag ja, man hat beim Fahren eine andere Wahrnehmung. Also eine komplett andere, weswegen halt das hier überhaupt gar nicht repräsentativ ist. Die Blue Flag, Alter. Aber, weißt du, worauf man Einfluss hat, Blätten? Das ist so eine Kleinigkeit, die habe ich mir immer abgewöhnt, in dem Moment was dazu zu sagen, ohne das gesehen zu haben. Weil, also in wirklich in den meisten Fällen, entscheidet man sich dazu, das Falsche zu sagen. Weil jetzt zum Beispiel den hast du ja mehr oder weniger in nett, sag ich jetzt mal, zurechtgewiesen. Das sieht meistens nicht so geil aus. Aber ich glaube, das kommt mit der Zeit. Da sagt man einfach nichts mehr dazu. Manchmal ist es auch besser, einfach nichts dazu zu sagen und zu warten.